Wow, moin! What the fuck? Hallo Maus! Zuvizu? Ich meine, what the fuck? Ja, ihr seht alle richtig. Und ja, es ist Kristall, Pokémon Kristall. Werden wir jetzt hier durchzocken. Beziehungsweise wir trifft's genau richtig, denn das Ganze wird eine krasse Teamaktion sein. Und zwar werden Phil und ich gegen Diesel und den Asiaten antreten. Ja, und das Ganze besteht einfach darin, dass wir immer abwechselnd ein Part übernehmen werden. Das heißt, ich fange mit Part 1 an, dann macht The Phil weiter, dann bin ich wieder dran und so weiter. Und das gleiche passiert auch im anderen Team mit dem Asiaten und dem Diesel. Ehrlich gesagt, mir fällt kein anderer Name ein für den Asiaten. Lemon Games ist sein YouTube-Channel. Aber das wird ja hier alles verlinkt sein. Und es wird ein krasses Rennen, das gleich bei Minute 2 beginnen wird. Ja, wir spielen das Ganze mit 200%igem Speed sozusagen. Das haben wir natürlich selber nicht genommen. 200%ig wäre auch crazy, glaube ich. Alles perfekt eingestellt. Machen wir uns bereit, neues Spiel. Und ja, die Regeln stehen. Die Reihenfolge bleibt bestehen. Under Phil, Under Phil, Under Phil, Under Phil. Beim anderen Team ist es der Asiate Diesel, der Asiate Diesel, der Asiate Diesel. Und die Parts werden alle 15 Minuten. Ja, und gleichzeitig hochgeladen. Wichtig, ganz wichtig. Ja, so, und jetzt sind die 2 Minuten rum. Wir hören schon die ganze Zeit epische Musik. Und jetzt der Final Countdown. 2, 1, go! Namen, Uhrzeit, man kennt ja das Prinzip bei diesem Spiel, sind völlig Wayne. Ich klicke mich hier voll durch. Denn keine Zeit verlieren ist das Prinzip. Ja, er labert mich voll, man kennt den Anfang. Wie heißen wir? AAA. Und ja, los geht's. Und da sind wir wieder am Start. Zack, 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 wir werden voll gequatscht. Ich bin wirklich gespannt, wie dieses Race so sein wird. Gott. Ja, komm. Oh Gott, der Anfang. Okay, soll ich mich erinnern? Ach ja, genau. Oh ja, das wird so epic. Ach so, ja, genau. Falls sich jemand fragt, warum haben wir keinen Ingame-Sound? Das liegt daran bei 200%. Das kommt richtig scheiße. Ich bin schon so richtig gespannt, ne? Ich bin richtig heiß drauf. So, ich darf mir was aussuchen. Oh, Feurige. Das nehme ich doch direkt. Ja, das nehme ich. Oder was heißt, nehme ich? Hier muss man das immer anders nennen. Oh, ne, verdammt. Wollte ich gar nicht rein. Jetzt haben wir AAAA. Und AAAA, perfektes Team also. Oh Gott, gib mir deine Nummer und... Oh. Ja, ja, ja. Laber nicht. Ja, du gib mir Tränke, das weiß ich noch. War das ein Trank oder mehrere Tränke? Ich weiß es gar nicht mehr. Los geht's. Können wir eigentlich direkt los? Ich muss gestehen, dass... Okay, Level 2. Ich bin mal gespannt, wie viel Damage wir raushauen. Ja, komm. Ach, guten Schlag. Ja, ein bisschen XP sammeln. Ist nicht verkehrt. Es gibt ja hier einen frühen Rival Battle. Ich muss gestehen, den Anfang kenne ich in- und auswendig. Später wird's lückenhaft. Ich muss zugeben, ich habe die zweite Gen nicht wirklich durchgezockt. Also schon durchgezockt, aber nicht häufig. So ein, zweimal. Leider. Brauchen wir nicht. Oben rechts liegt ein Trank. Das war jetzt noch Critical Hit. Eigentlich können wir... What? Ach ja, wir haben die Beere. Und Level 6 haben wir, glaube ich. Yes. Brauchen wir nicht. Brauchen wir überhaupt nicht. Ja, aber wir können die Critical Hits mal zählen. Oh, endlich mal Level 3. Taubsi.
Tja, nicht treffen, das ist so eine Sache, ne? Das ist schon ein bisschen peinlich. Und ja, wie gesagt, ach Gott. Gut. Ich sammle jetzt erstmal hier die komplette Experience ein. Komm, für Level 7 holen wir uns das Ding noch. Oh, 4 Hitpoints. Not bad. Und ich glaube, es überlebt. Aber kein Problem. Kein Problem für AAAA. Gegengift. Trolling Face. Ja, ja, die Items, die man so am Anfang findet, sind schon random. Hornio ist auch mit am Start. Du bist entkommen. Lustig wäre es jetzt, wenn wir nicht entkommen würden. Das wäre schon bitter, muss man schon so sagen. Ja, wir hören Battle Scenes. Hintergrund. Moment. Ja, ein lustiges Ei kriegen wir ja auch noch. Labor, Professor Eich. Wie sie am Anfang labern in diesem Spiel ist unfassbar. Pokédex. Ja, komm. Ach, der Kollege heilt uns an dieses. Ja, wir werden angekort, angestalkt. Da ja, nehmen wir das mal mit. Ja, Gegengiftbeere, genau. Wer kennt sie nicht, die alte Gegengiftbeere? Genauso wie die. Wie die Paraheilerbeere, ne? Oder die. So. Jetzt gibt's den epischen Battle. Direkt. Go for it. Ich weiß gar nicht, mussten wir dem dann Namen geben? Ich glaube schon, ne? So war das ja. Ach ja, gleich bei dem Cop. Er hat ja. Dieses Pokémon gestohlen. So, Kratzer. Ja, ich glaube, wir hauen erstmal direkt rein. Und critten irgendwann. Das ist erstmal der Grundplan. Ja, ich sag's, da passiert's. Crit. Und wir haben gewonnen. Jetzt darf nur nicht zurückgecrittet werden. Na, so. Du gehst erstmal down, gibst mir ein Level ab. Das war erstmal ein solider Plan, mit Crit zu arbeiten. Das spart ein bisschen Zeit. Ich glaube, eigentlich hat Team Asiate Diesel. Der Asiate. Ja, lol. Der Asiate Diesel. So nenne ich das Team jetzt ab sofort. Hat, glaube ich, nur deswegen schon verloren, weil ich die ganze Zeit critten werde. Und wir sind geheilt. Auch nicht schlecht. Wir hauen rein. Yes! Das ist auch wichtig. Da spart man auch Zeit, wenn da kein wildes Pokémon über den Weg läuft. Ja, ja, ja. Da wurde was gestohlen. Den Typen habe ich gesehen. Und er heißt auch AAA. Was ein Wunder. Mysteriös. Zwei Personen, die dieses Spiel AAA heißen. Okay, müssen wir mit ihm labern? Ich weiß nicht mehr, ich glaube nicht. Blablabla. Achso, ja, dachte dieses Ei. Okay. Der andere kann hier kleine Fehler machen. In Sachen Story. Ich weiß nicht. Ach, jetzt kommt er hier schon wieder, ne? Ach ja, jetzt kriegen wir die Pokébälle. Da steht ein Pokéball, aber ich glaube, wir haben mehrere bekommen. Ich glaube, wir müssen mit unserer Mom sprechen. Das könnte Fehler sein. Ich weiß nicht. Okay, keine Ahnung. Müsste stimmen. Jetzt gehen wir rein. Jetzt hauen wir rein. Jetzt kommt der Mongo und zeigt uns, wie wir Pokémon fangen. Ja. Zeig es uns. Hey, das ist gar nicht so schlecht auf 200%. Ja, toll. Ja, genau. Dafür, dass du es nicht geschwächt hast, nicht schlecht. Not bad. So, genug gequatscht.
mit diesem Kollegen, jetzt hauen wir rein. Hoffen. Nein! Da kommt noch was. Visor. So, die nächsten Pokémon, die ich besiegen werde, werden Trainer-Pokémon sein. Das habe ich jetzt beschlossen. Erstmal holen wir uns das noch. Ein Trank, glaube ich. Ein Trank müsste hier sein. Trank holen wir uns gerne. Ja. So. So. Die Beere. Einfach nur Beere. Einfach nur Beere. So, die Map holen wir uns nicht. So. So, da wir 2 Minuten später angefangen haben, muss ich noch dazu sagen, dauert dieser Part 17 Minuten. Und den bashen wir jetzt. So. Weiterhin der Plan critten. Naja, gegen Level 4. Okay. What the fuck? Critical Hit Nummer 3. Ich sollte aufpassen, das Wort Critical in meinen Mund zu nehmen, denn das ist überhaupt nicht gut, weil ich habe es gerade nur so gesagt, da kommt das sofort. Lol. Okay, weiterhin der Plan Critical. Nein, lassen wir es. Das wäre jetzt auch zu crazy, wenn das geklappt hätte. Ja, der andere macht hier wieder crazy Action. Das ist auch crazy, ne? Da, wir treffen mal nicht zur Abwechslung. Wir treffen schon wieder nicht. Oh, Taubsi. Oh, jetzt kriegen wir Schaden, glaube ich. Lol. 6. Seriously, 6. What the fuck? Okay, Level 9. Ja, komm. Burkhardt hieß der. What the fuck? What the fuck? Da haben wir's. So, die Beere. Gib. Dem da. Genau. Ja, genau, ist auch eine lustige Art und Weise, seine Pokémon anzusprechen. Dem da. Ne? Dem, gib mal dem die Beere da hinten. So. Mein Ziel ist. Oh, gut. Den kann man, glaube ich, auch erbeuen. Interessant. Hopspross. Spross. Eher. Interessant. Ah, ja, den Kollegen. Knofenser. Ja, wir dürfen nicht vergessen, wir brauchen nachher noch Zerschneider-Kollegen. Aber nachher, das später. Ich glaube, ich hole mir dann einfach Sandan. Die Bitterbeere. Der Kollege müsste. Ah, nee, das könnte ein Heck gewesen sein. Glumanda? Ja, das war ein Heck. Ja, das ist der. der Käfersander. Level 2. Oh Gott. Oh Gott. Das ist natürlich wieder. Oh, Critical Hit 4. Oh lol. Da fängt schon wieder an. Oh lol. Ja, moin. Critical Hit 5. Okay, what the fuck. So langsam macht mir das Angst. Go, ey, ey, ey. What the fuck. 5 Crits in einem Part. Solide. Okay, dann kommt das nächste Raupi. Was will ich alles für ein Pokéball tun, glaube ich. Liegt da? Ich glaube, da liegt Pokéball, wenn ich mich richtig erinnere. Ich kann mich aber täuschen, genauso wie mit dem Glumanda. Ah, Pokéball. Geht doch. Okay, jetzt hier hoch. Zack, zick, zack, zuck. Moin, wir haben die Stadt erreicht. So, machen wir dann direkt den Knofenser-Turm. Da, ja, lol, da bin ich instant reingelaufen. Also, ja, why not? Okay, was finden wir? Paraheiler. Ja, moin, Paraheiler. Ah! Lass mich raten, du hast einen Knofenser. Oder ein Radfratz. Was war hier nochmal? Radfratz Knofenser-Team, glaube ich, ne? Knofenser. Level 3. Trolling Face. Wir haben bald Level 10 erreicht. Und dann Rankenhieb. Ein Hitpoint. Oh, Leute. Ich find's epic. Knofenser 2. Knofenser-Song. So. Jetzt aber. Go for the crit.
Jetzt will ich es wirklich wissen. Jetzt bin ich echt schon crit-gierig. Oh, Music Change. 2 Minuten. Go for it. Ja, wusste ich, da lag noch LOL X-Treffer. Wenn es irgendwo unnötige Items gibt, dann X-Treffer und Co. Oh, Leute, let's crit. Ich lach ja, ne? Aber so witzig ist das gar nicht für unser gegnerisches Team. Ich bin gespannt, wie weit der Asiate es im ersten Part geschafft hat. Ich weiß es nämlich nicht. Das wird ja parallel hochgeladen, beziehungsweise freigeschaltet. Auf jeden Fall ist heute der 27. September. Und es ist lange her, dass der andere mal wieder was gemacht hat. Und deswegen gibt es heute gute Crystal Action. Freut mich persönlich auch tierisch, weil ich wollte schon immer mal so richtig Second Gen zocken. Bin aber irgendwie nie so richtig dazu gekommen. Jetzt ist es soweit. Okay, warte, wir haben noch eine Minute. Das heißt, ein von den Knallen will weg. Das sollte doch drin sein. Ja, eins. Ach komm, da knallen wir auch den zweiten weg. Bin ich jetzt mal... Oh, Level 6. Okay. Wir knallen nur einen weg. Es sei denn, wir critten. Und zwar genau jetzt. Schade, das wäre auch zu gut gewesen. 2 Hitpoints. Süß. Level up. Was? Ist ja wohl ein Witz. Aber komm, Zeit habe ich noch für diesen Kollegen. Go for it, 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 go for it. Go for it. Komm, das ist jetzt nicht wieder Level 6. Ey, das ist nicht euer Ernst, ne? Gib mir Level 12. Das machen wir jetzt noch schnell. Was? Das ist noch drin, das ist noch drin. Ich sage ciao Leute und lerne in Blut und warte mal. So, bis hierhin. Das zählt ja noch. So Leute, das war Part 1. Part 2 übernimmt Würfel. Bis dann, bis Part 3. Und ja, das gewinnen wir doch locker, oder? Bam!